Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Sylt-Zeit. Wahrscheinlich werden Sie sagen, irgendwas stimmt da in dem Bild nicht. Und Sie haben völlig recht. 13 Jahre lang saßen wir auf roten Säcken. Und jetzt sind die auf einmal, was ist das? Sag mal die Farbe, Martin. Ich würde sagen Alt-Rosé. Alt-Rosé. Und das hier ist, ich hätte gesagt, blau, oder? Ein schickes Türkis-Petrol geht sonst Petrol, ne? Schickes Türkis-Petrol. Vielleicht sind die verrückt. Was machen die denn da? Das ist sozusagen eine historische Sylt-Zeit, weil in der Tat, wir werden unsere alten roten Säcke in den verdienten Ruhestand schicken und es kommen neue. Mhm. Die sind aber jetzt nicht Alt-Rosa und Petrol, nein, sondern die werden auch wieder rot natürlich sein, aber sie kommen von Säcket. Und ich sage jetzt auch mal genau, warum ist das eigentlich so? Weil die hier, das haben wir testen können auf der Gastromesse 2024 im Kongresszentrum, wo wir jetzt gerade uns befinden. Ich habe mich da drauf gesetzt und gesagt, boah, sind die bequem. Und wenn man so ins Alter kommt, dann hat man ja so seine Schwierigkeiten aus so einem Sitzsack, der relativ tief liegt, wieder hochzukommen. Und die Gäste haben auch gesagt, das wäre gar nicht so schlimm. Lieber Martin, herzlichen Dank. Du bist sozusagen der Vertreter von Säcket hier auf Sylt jetzt während der Gastromesse. Mhm. Fangen wir mal mit Sylt an. Wie gefällt es dir hier eigentlich? Was soll ich sagen? Super, ne? Also Sylt vermittelt so ein Feeling, dass wir selbst als Dänen als besonders bezeichnen. Ne? Wir haben ja auch eine tolle Küstenlinie. Mhm. Aber Sylt, die Insel, ist natürlich schon ja was ganz Tolles. Ja. Und ich bin privat gerne hier. Und wenn man natürlich auch noch geschäftlich da sein darf, dann ist das, ja, toll, dann ist das ein Sechser, ja. Ja, wir haben ja eben gerade, wir gucken ja hier draußen, ja, auf unsere Nordsee, das ist ja ganz wunderbar. Und eben hast du dann zu mir gesagt, ach, heute ist ja wenigstens mal halbwegs gutes Wetter. Wir sind halt eben im Februar, kurz vor Bieke. Ja, da ist das Wetter hier oben im hohen Norden natürlich nicht wie auf den Malediven, aber es ist trotzdem schön und wir haben einen traumhaften Blick auf die. Es war die erste Runde für mich, übrigens trocken mit dem Hund. Ich habe einen Hund dabei, der muss jetzt heute während der Messe und während unseres Gesprächs im Hotelzimmer bleiben, weil er nicht hier rein darf, weil wir ja Lebensmittel haben. Aber es war die erste trockene Runde. Ich bin, glaube ich, bei Schnee hochgefahren, Freitag vor einer Woche nach Dänemark noch, weil wir da noch zu tun hatten. Dauerregen auch in Dänemark. Dauerregen von Blockhus hier über Romø-List nach Westerland. Und ja, irgendwie ist heute Sonntag. Sonntag war ein schöner Tag, Entschuldigung. Das stimmt. Samstag war ein schöner Tag, Entschuldigung. Samstag war in Dänemark schön, Blockhus war traumhaft. Aber jetzt fängt sich auch Sylt. Das freut mich. Ja. Aber all unsere Zuschauer wissen natürlich, gibt ja eh kein schlechtes Wetter. Gibt ja nur falsche Kleidung. So sieht's aus. Wahrscheinlich sein, es gibt auch nur falsche Säcke, auf denen man sitzen kann. Jetzt sitzen wir auf den richtigen. Bevor wir jetzt tatsächlich zu den Säcken kommen, nochmal, Dänemark ist ja für Schleswig-Holstein sehr wichtig. Mhm. Umgekehrt ist, glaube ich, Schleswig-Holstein für Dänemark auch sehr wichtig. Was ich ja ganz interessant finde, wenn man im Norden unterwegs ist, also die Norweger fahren nach Schweden, weil sie es in Schweden relativ günstig finden. Ja. Die Schweden fahren nach Dänemark, weil sie es in Dänemark relativ günstig finden. Und die Dänen kommen hierher. Und das war, als ich in meinen frühen Jahren hierher kam und Sylt hatte einen Ruf wie Donnerhall, dass es insbesondere exklusiv ist, aber auch teuer. Aus dem Süden Deutschlands würde man sagen, Sylt ist richtig teuer. Aus dem Norden, aus Dänemark, ist Sylt günstig, oder? Auch günstig würde ich jetzt nicht sagen. Sie wissen, ich glaube, also zumindest bei meinen Kollegen merke ich das, die wissen, dass Sylt was Besonderes ist, betrachten aber Sylt jetzt nicht so als posch oder schickimicki. Ja? Das ist für sie dann eher dann doch Mallorca oder so, das ist schon klar, weil da hat man dann vielleicht auch Verbindung zu, nö, Sylt ist. Also die ganze Firma war happy und hat darauf bestanden, dass wir Bilder machen. Wenn ich jetzt sogar noch sagen kann, ich durfte mit Sylt 1 reden und ein Gespräch führen, dann freuen die sich und sind sicherlich auch mächtig stolz drauf. Nö, das finden die spitze. Super. Jetzt weiß ich, dass du sozusagen aus meiner alten Heimat jetzt quasi kommst, weil ich bin, habe in Mainz studiert, das ist direkt bei Wiesbaden für alle. Auf der falschen Seite. Wir sind genau auf der richtigen Seite, natürlich. Ja, die anderen sind auf der falschen Seite. Aber Wiesbaden ist dann ein sehr, sehr schönes Städtchen. Was treibt dich von Wiesbaden hier hin? Also ich bin tatsächlich ein gebürtiger Frankfurter. Mhm. War dann jahrzehntelang eigentlich nach der Schule und Abitur direkt weg. Also 30 Jahre lang war ich weg, auch weltweit weg. Und bin nach über 30 Jahren wieder zurück nach Wiesbaden gekommen. Mhm. Und
Das war beruflich bedingt, auch mit meinen privaten Umständen zu dem Zeitpunkt bedingt. Und wir haben uns wohlgefühlt. Wir haben immer noch alte Freunde gefunden. Und dann hat sich eben die Gelegenheit geboten, dass wir die deutsche Niederlassung für Sackett auch in Wiesbaden stationieren. Und dann war das irgendwie klar, dass wir da bleiben. Ja. Die Dänen stehen für sehr gutes Design, ja. Sehr schlichtes, sehr klares Design. Da gibt es ja Tausende von Beispielen. Dänen haben irgendwie Geschmack, das sehen wir zumindest so. Wenn natürlich barock unterwegs ist, sieht das vielleicht anders, aber die Dänen stehen halt eben für Schlichtheit. Was ist das Besondere, mal abgesehen davon, dass ich hier sehr gut drauf sitzen kann, an diesen Sitzmöbeln? Also mit dem Design gebe ich dir recht. Wir nennen es bei uns und gar nicht so als Marketing-Floskel Qualität und Design ohne Kompromisse. Mhm. Und du hast es ja schon aufgeführt, Dänemark ist natürlich ein Designland. Also wenn du in Dänemark einen Stuhl designst, was wir jetzt auch gemacht haben, also nicht nur diesen Lounge-Chair, sondern sag ich mal einen Stuhl für ein Esszimmer, dann befindest du dich in einem Design-Haifischbecken. Ja? Weil einfach, ich muss nur Jakobsen oder so erwähnen. Ja. Ja? Also da sind so viele Top-Designs drumherum, dass du richtig gut sein musst, um überhaupt in deinem Heimatmarkt wahrgenommen zu werden. Und wir versuchen, Dinge neben sehr guten Materialien, tollen individuellen Design, wir versuchen den Dingen einfach noch so einen speziellen Tick, so ein Edge zu geben, mhm. um sie ein bisschen besonders zu machen. Du hast jetzt den Sitzsack angesprochen, warum ist der so? Ich glaube, augenfällig ist, man fällt nicht rein. Das heißt, wir haben uns was einfallen lassen. In diesem Sitzsack sind zwei Kammern drin, die miteinander verbunden sind, die individuell befüllt werden können, sodass du eine unabhängige Sitzfläche hast und eine Rückenlehne, die es dir erlaubt, dich so hinzusetzen. Mhm. Dann tun wir hier, das ist unser Markenzeichen und gehört auch zu unserem Logo, zum Beispiel die Kanten absticken. Ja, das wird per Hand in Dänemark gemacht mit Hanfschnüren und danach, darauf werden wir angesprochen. Ja, die sagen, Mensch, boah, das sieht ja toll aus, das ist dieses Abgenähte. Ich glaube, das hat in den 90ern das erste Mal so beim Audi TT stattgefunden, ne? Okay, wo, wo die Sitze dann eben abgenäht waren mit diesen Kreuzstichen. Ja. Solche Sachen versuchen wir, oder ich glaube, das gelingt uns inzwischen auch einfach besonders zu machen. Das ist unser Icon hier. Damit sind wir vor über 10 Jahren gestartet. Der Sitzsack ist relativ unverändert. Der ist nur in Feinheiten verbessert. Wir haben natürlich versucht, bei den Stoffen, bei der Auswahl der Stoffe, die ganzen Dinge wie Nachhaltigkeit und so in Betracht zu ziehen. Aber Sackett hat sich eben auch gesagt, neben Optimierung von Materialien, Produktionsprozessen, logistischen Wegen, was ist eigentlich das Nachhaltigste? Mhm. Was würdest du sagen? Was ist das Nachhaltigste, wenn du sowieso was produzierst? Naja, wenn es zu Hause produziert wird und der Weg nicht so weit ist. Und was ist noch nachhaltiger? Ist gar nicht zu produzieren. Das ist das Nachhaltigste. Genau, also wir müssen ja Dinge produzieren, die wir brauchen. Ja. Nee, das Nachhaltigste finde ich, wenn man sich darüber überlegt, etwas, was vielleicht nicht sofort wieder weggelegt wird. Ja. Was zeitlos bleibt, was qualitativ so gut ist, dass du es in 5 Jahren, 10 Jahren immer noch verwendest, es dir vielleicht in 10 Jahren immer noch Spaß macht. Wenn der sich mal ein bisschen aussitzt, ja, ihr habt ja tolle Gäste da und ich weiß nicht, wie viele 100 Gäste ihr wahrscheinlich im Jahr alleine schon empfangt. Wenn der sich ein bisschen aussitzt, dann füllst du einfach ein bisschen was von diesem Füllstoff nach. Der muss noch nicht mal bei uns gekauft werden. Mhm. Und dann ist dein oder euer Sitzsack hier von Sylt 1 wieder einsatzbereit. Und ich hatte dir eingangs, wenn ich die 2 Minuten habe oder die Minute habe, ja gesagt, ich habe 2015 mir die ersten Sitzsäcke von Sackett gekauft. Da hatte ich nichts mit Dänemark zu tun. Ich hatte auch nichts mit dieser Firma zu tun. Mhm. Sondern ich habe die mir einfach gekauft, weil ich sie gesehen habe und toll fand. Das Design hat mich angesprochen, Qualität. Und so platt und blöd das klingt, ich habe sie immer noch. Die haben in Hamburg 4,5 Jahre auf einer Terrasse draußen gestanden. Ich habe sie immer noch und ich nehme sie ganz bewusst immer noch bei Kundenterminen oder wenn uns Kunden besuchen kommen, zeige ich sie und sage, guck mal hier. 2005 gekauft, also 8, 9 Jahre alt, eigentlich immer draußen gestanden, keine besondere Pflege. Und ja, das beeindruckt dann natürlich. Ja, ja. Lass uns noch einmal ganz kurz zu dem Design, weil das finde ich schon sehr beeindruckend. Weil du eben sagst, Jakobs, ich hab für die Sendereihe Sylt 1 unterwegs, Sylt 1 Zuschauer wissen das, wir sind ja häufiger auch in Dänemark. Und dann hatte ich eine Begegnung mit Ilse Jakobsen. Jetzt kannte ich Ilse Jakobsen vorher nicht, ne, war nicht so mein Beritt. Und da habe ich gesagt, was macht die denn? Und dann haben die gesagt, Gummistiefel. Da habe ich gesagt,
Also unter anderem Gummi. Ja. Was kann man denn an Gummistiefeln besonders machen? Habe ich mich gefragt, bis ich dann bei Ilse Jacobsen war und habe die bunten, im Detail sehr durchdachten Gummistiefel gesehen, habe verstanden, ja, mir fehlte die Fantasie, jetzt zu beurteilen, was kann man an einer Gummistiefel Dolles machen. Die hat es geschafft. Und seitdem finde ich auch, es sind halt eben Kleinigkeiten, die es halt eben ausmachen. Eine der Kleinigkeiten für uns ist neben dem Sitzkomfort, und das ist jetzt wirklich der große Unterschied zu unseren alten Sitzsäcken, die wir natürlich heiß und innig lieben und die in eine Vitrine kommen, weil da haben ja auch viele Menschen drauf unterschrieben, da hat Robert Habeck drauf gesessen, haben viele Prominente drauf gesessen, aber für ältere Semester ist das hier schon eine ganz andere Liga. Aber unsere Gäste wissen das auch, wir turnen ja selten in geschlossenen Räumen herum, sondern sind meistens draußen. Dann ist es halt eben eine Sylt-Zeit, die am Strand stattfindet, eine Sylt-Zeit, die im Wind stattfindet, eine Sylt-Zeit, die im Zweifelsfall bei Wind und Regen stattfindet, und die können das ab. Warum? Die können das ab. Dies ist ein besonderer Stoff, den wir einsetzen. Der fühlt sich so ein bisschen wie ein Leinenstoff an, ja, so ein grobes Gewebe, also ganz angenehm. Du wirst auch nicht so schwitzig wie auf so einem Nylonsack oder so, sondern es fühlt sich schön an. Es knistert auch nicht so, also es dürfte auch für eure Mikrogeschichte ein Thema sein. Also es ist, fühlt sich an wie ein Stoff, ist aber eigentlich eine Polyolefin, also eine Kunstfaser. Mhm. Und was macht die so besonders? Die kann nicht verrotten, verschimmeln, Grünspan kriegen und dergleichen. Sie ist wasserabweisend, nicht wasserdicht. Ja, dann würde das natürlich sofort ein ganz schwieriges Thema mit Atmungsaktivitäten so werden. Aber sie ist wasserabweisend. Das heißt, wenn mal ein kurzer Guss kommt, dann schüttelst du den und dann perlt das Wasser ab. Oder auch wenn du mal Getränke drauf verschüttest, also die Flecken sind nicht sofort drin. Wir haben das früher gerne mal mit Rotwein sogar gezeigt. Dann kann man den einfach wegwischen. Und innen drin, die Füllung ist auch so ausgewählt, dass sie das Wasser nicht aufsaugt. Da sind jetzt keine Schaumstoffflocken drin. Das würde das aufsaugen, gell? Und dann würde der Klitsch nass sein und Stunden, Tage lang benötigen, um wieder trocken zu werden. Da sind spezielle EPS-Kügelchen, heißt das, drin, Kunststoffkügelchen drin, die das Wasser eben so nicht aufnehmen. Und wenn du diesen Sitzsack 1 bis 2 Stunden und vielleicht sogar nach dem Regen Sonnenschein hast, dann ist der in 1 bis 2 Stunden wieder einsatzbereit. Wunderbar. Trocken. Jetzt seid ihr von Wiesbaden aus nach Sylt gereist. Nun ist ja Säcken ist eine mittlerweile international arbeitende Firma. Es gibt ja jetzt ganz, ganz viele große Städte, wo man hingehen könnte zu einer Messe. Ja. Ihr kommt in das kleine, beschauliche Sylt. Hier wohnen ja bummelig 20.000 Menschen. Ja. Gut, im Sommer sind natürlich sehr viele mehr da. Warum ist für euch Sylt eigentlich als Markt interessant? Weil ich festgestellt habe, dass wir zum einen eine sehr, sehr treue Kundschaft aus Norddeutschland haben, also Privatkunden, und auch auf den Inseln haben. Das schließt selbstverständlich natürlich dann auch Sylt mit ein. Und ich letztes Jahr mich schon mit dem Gedanken getragen habe, hier auf der Gastro vorbeizukommen. Da waren wir aber einfach vertrieblich noch nicht ganz so weit. Dieses Jahr hat sich das geändert. Und ich glaube einfach, dass wir dieses, ihr kennt das Wort ja auch, dieses Hücke-Gefühl, also dieses Gefühl, was Sylt bringt, können wir mit unseren Möbeln, wir schaffen ja irgendwie immer so ein kleines Universum. Wir haben ja nicht nur diesen Sitzsack in 3 Varianten, sondern wir haben eigentlich so ein Second-Universum, was es dir Hücke macht. Outdoor wie Indoor. Also da gibt es Weinkühler, die dazu passen. Da gibt es Akkuleuchten, die wetterfest sind, die du sogar ins Meer schmeißen kannst und dann schwimmen die. Also wir schaffen es irgendwie so ein, ich glaube, dieses Gefühl, was Sylt vermitteln will, ob das jetzt eben in einer Beachbar ist, ohne Namen zu nennen, oder in einem Hotel, was eben genau das mitbringt. Ich glaube, das kann Sackett wunderbar mitnehmen. Und völlig egal, ob das jetzt hier auf der Gastro natürlich dann gewerbliche Kunden sind oder dann aber eben auch der Endverbraucher sagt, jawohl, das passt irgendwie toll, cool. Wunderbar. Ganz zum Schluss, lieber Martin. Jetzt bist du hier, musst natürlich ein bisschen arbeiten, aber du hast ein entspanntes Lächeln auf dem Gesicht. Kann so schlimm nicht sein mit der Arbeit. Was ist jetzt dein Lieblingsplatz hier auf Sylt? Mein bitte was? Dein Lieblingsplatz hier auf Sylt. Mein Lieblingsplatz. Alles schön.
Ja, es ist echt schwierig. Ich bin jetzt auch, ich muss es dazu sagen, kein ausgemachter Sylt-Kenner, aber ich habe die Insel schon mal mit dem Hund mehr oder weniger umwandert. Und fand, wie hieß das, dieser Ellbogen, hat mich beeindruckt. Da hat mich dann auch fast mal die Flut, da war ich ein bisschen zu offensiv, ans Wasser gehen. Also die, natürlich sind die weißen Sandstrände beeindruckend, aber genauso gefällt mir Watt dann eben auch gut. Und ja, ich finde es auch schön, dass man in Sylt auch mal bei schlechtem Wetter mal in ein schönes Restaurant, ein schönes Café, einen schönen Beachclub, ein paar Läden angucken kann, sich inspirieren lassen kann. Ich meine, alle Marken sind hier vertreten. Mir geht es jetzt nicht nur um luxuriöse Uhrenmarken oder Schmuckmarken, aber es sind irgendwie ganz viele Bekleidung- und Klamottenlabels da. Es sind nette Einrichtungsläden da, die sehr häufig diesen Scandi-Style spielen, mit welchen Lieferanten oder Designern auch immer. Also da bringt Sylt, glaube ich, auf einen sehr komprimierten Raum so viel mit, dass es, glaube ich, also es muss einem eigentlich schwerfallen zu sagen, man mag das nicht hier, oder? Ich meine, du hast das Outdoor-Gefühl, wenn du Weinfan bist, dann kannst du dich in Sylt eine Woche lang beschäftigen und auch Weine probieren, auch, ja? Auch, obwohl man auch jetzt Sylt nicht sofort mit einem Weingut oder mit einem Weinberg verknüpfen würde. Also da ist Sylt schon unschlagbar, ja. Das ist schon genau so ist das. Wir sind ja die Genussinsel Nummer 1, sind, glaube ich, bundesweit auch Trendsetter für viele Dinge. Und wir von Sylt 1 werden jetzt zukünftig mit Scandi-Style sozusagen in die Sylt-Zeit gehen. Und da ist Martin dran schuld. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.